ich darf heute die Moderation übernehmen für ein sehr kreatives Thema. Und die Innovation ist hier Kern. Ich darf zunächst auf die Bühne bitten, die Frau Andrea Fundmeier. Sie ist Mitgründerin, seit 5 Jahren Geschäftsführerin eines wirklich innovativen Unternehmens im Bereich IT Security. Mit Sitz in Augsburg, der Sikoma GmbH. Und des bekannten Produktes Boxcryptor, ein Verschlüsselungssoftware für Cloud-Software. Herzlich willkommen. Sie sagte in einem Interview, es gibt bislang keinen mathematischen Beweis, dass unsere Software gehackt werden kann, wenn das Passwort ausreichend sicher ist. Das ist doch meine Aussage. Professor Harhoff, ich glaube, Sie vorzustellen, erübrigt sich fast dennoch, ich darf ein paar einleitende Worte dazu sagen. Das Handelsblatt nannte Sie in 2005 zu einem der Top 10 Wirtschaftswissenschaftler in Deutschland. Sie erwähnten es selbst zum Vorsitzenden der Expertenkommission für Forschung und Innovation der Bundesregierung. Darauf würde ich gerne nachher auch mal zu sprechen kommen. Und seit diesem Jahr Mitglied in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Herzlich willkommen und ich freue mich auf unsere Diskussion. Herr Bühlen-Altan, Partner bei TechFounders, einem Accelerate-Programm, das hier zusammen mit der TUM aus der Taufe gehoben wurde. Ich glaube, seit 7 Monaten, wie ich es richtig verstanden habe, hier wieder in Deutschland. Ein interessanter Lebensweg, ich möchte ihn erwähnen. Türke, nach München gekommen, hier studiert, rübergegangen in die USA, in Silicon Valley, dort auch noch einen Abschluss gemacht im Bereich Masters of Science in Engineering an der Stanford University. Er war 9 Jahre lang Vice President of Avionics at SpaceX. Für diejenigen, die es nicht wissen, SpaceX ist diese Gründung von Elon Musk, der nicht nur Tesla führt, sondern auch ein Weltraumunternehmen. Und in 2008 die erste komplett privat finanzierte Flüssigtreibstoff-AG in den Orbit geschossen hat. Herzlich willkommen. Und dann noch Herr Dr. Uwe Weigelt. Er ist Partner bei der Kanzlei Grünecker, eine Rechtsanwaltskanzlei, die sich auf Intellectual Property spezialisiert. Er ist selbst Patentanwalt, aber auch Vorstand der Physikalischen Gesellschaft des Ressorts Industriewirtschaft und Berufsfragen. Ein Verein mit sage und schreibe 63.000 Mitgliedern, auch da musste ich nicht mehr schlucken, das war mir nicht bewusst. Herzlich willkommen. Ich werde mein Bestes geben, meine Stimme merken Sie, ist seit gestern ein bisschen angegriffen. Ich habe entsprechende Mittel genommen und wir werden es schaffen. Innovation. Ich möchte zunächst nochmal auf Innovation hier und Fokus unserer Diskussion hier in Bayern zu sprechen kommen. Welche mustergültige Innovationspraxen gibt es denn hier? Und Frau Fundmeier, Sie sind eine der wenigen Gründer hier mit einem sehr innovativen Thema zu der Frau und haben aus Augsburg heraus in 2011 ein Unternehmen aufgebaut, Boxcryptor, das sich um end-to-end Verschlüsselung kümmert. Wie sind Sie auf das Thema überhaupt aufmerksam geworden? Warum hat es sich zu gründen entschlossen? Respekt von der Universität. Erzählen Sie ein bisschen. Ja, sehr gerne. Ich habe damals 2010 meine Diplomarbeit bei der SAP AG in Waldorf geschrieben und bin eigentlich so aufgewachsen mit dem Gedanke, ich muss mein Glück im großen Konzern finden. Also beide Eltern haben in großen Unternehmen oder arbeiten immer noch in großen Unternehmen und da war Unternehmertum eigentlich nur eine Option für mich. Und ich habe dann eigentlich im Laufe meines Studiums auch immer wieder Berufserfahrung geschnuppert und dann relativ schnell festgestellt, dass das, was ich als Ziel anvisiert hatte, eigentlich gar nicht so traumhaft war und habe mich dann gegen Ende des Studiums entschlossen, mich selbstständig zu machen. Ich habe einen Mitgründer über die Universität kennengelernt und wir hatten ursprünglich eigentlich eine ganz andere Idee, für die wir Daten im Internet speichern wollten. Und jetzt bin ich Wirtschaftsjuristin, mein Mitgründer ist Informatiker und wir haben relativ schnell gesagt, okay, das können wir nur verschlüsselt machen und haben dann den Markt evaluiert für Verschlüsselungslösungen, speziell für Cloud-Anbieter. Wir wollten eben eine Software haben, die gut funktioniert, mit der man alle Vorteile der Cloud nutzen kann, ohne eben auf Sicherheit verzichten zu müssen und da gab es halt noch keine geeignete Lösung dafür. Und wir haben dann eine eigene Lösung entwickelt, haben die mal testhalber online gestellt und innerhalb von einer Woche wurde sie über 1000 Mal runtergeladen.
Da haben wir eigentlich gemerkt, okay, hier gibt es anscheinend Bedarf, haben dann die ursprüngliche Gründungsidee komplett verworfen und uns nur noch auf das neue Produkt, also auf die Ausbildung konzentriert. Sehr spannend. Jetzt haben Sie eine Ausbildung gegründet in Bayern. Welche Institutionen haben Ihnen geholfen? Wie sind Sie reingegangen in die Gründung? Wen haben Sie zuerst angesprochen? Wie haben Sie das Unternehmen aufgesetzt? Wie die Entity sich dafür entschieden? Wenn Sie davon ein bisschen dazu erzählen. Gerne. Also wir haben damals gegründet und zwar Ende 2010 entstand also die Idee. Und wir haben natürlich damals auch gesagt, wir haben natürlich als Absolventen, als Akademiker auch sehr attraktive Alternativen. Also ich hätte jetzt als Wirtschaftsjuristin relativ schnell gut anfangen können, auch mein Mitgründer als Informatiker hatte damals schon zig Anfragen bekommen und hätte auch gut als Freelancer arbeiten können. Deswegen war das für uns jetzt eben nicht unbedingt ein finanzieller Anreiz zu sagen, wir gründen, sondern wir haben eben wirklich gesagt, wir wollen uns da selber verwirklichen und haben dann auch mit Hilfe von Steuergeldern tatsächlich gegründet. Wir hatten nämlich im ersten Jahr das Exist-Gründerstipendium, eine Förderung vom Bundeswirtschaftsministerium in Höhe von knapp 80.000 Euro damals, die wir komplett für die Gründung nutzen durften und die uns wirklich so ein bisschen den Einstieg erleichtert hat. Also es war jetzt pro Kopf nicht sehr viel, es war im Monat 2.000 Euro, aber als Student hat man eh keine hohen Ansprüche und damals konnten wir dadurch ganz gut über die Runden kommen. Was waren die Voraussetzungen, dass ihr dieses Gründerförderungsdarlehen hereingekommen sind, für diejenigen, wenn doch ein paar Gründer noch hier sind? Ja, also die Voraussetzung war, dass man Absolvent oder Student oder wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Hochschule oder Universität ist und die Idee musste innovativ und technologiebasiert sein. Also hätte ich jetzt gesagt, ich mache einen Friseurladen auf, wäre ich nicht gefördert worden, aber für eine innovative Idee ging es eben. Also man musste einen Antrag stellen, es wurde dann geprüft von Gutachtern und wir haben dann letztendlich dann die Zusage bekommen. Man muss auch wirklich sagen, das waren 80.000 Euro Steuergelder, die wir mittlerweile zigfach zurückgezahlt haben. Und das ist wirklich eine Förderung komplett ohne Verpflichtungen. Also wir mussten keine Anteile hergeben, wir konnten selber schalten und walten im Prinzip und konnten es wirklich gut nutzen. Und nachdem wir auch beide Augsburger waren, haben wir ehrlich gesagt, okay, wir bleiben in Augsburg direkt. Also wir hatten irgendwie das Bedürfnis wegzugehen, weder nach München noch nach Berlin, noch in Silicon Valley. Weil wir gesagt haben, das Produkt, das wir machen, sollte ein internationales Produkt werden. Und da ist es egal, wo wir sitzen. Also wir haben mittlerweile Kunden in über 190 Ländern weltweit und die fragen nicht, seid ihr in Berlin oder München oder in Augsburg? Viele unserer Kunden wissen nicht mal, dass wir ein deutsches Unternehmen sind. Also wir kriegen immer wieder E-Mails von Peter Müller aus Berlin, der uns dann auf Englisch Fragen stellt. Und wenn wir dann zurückschreiben, ja, hey, wir sitzen in Augsburg, wir können auch gerne auf Deutsch telefonieren, dann sind die ganz überrascht und sagen, was, so eine Idee aus Deutschland, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Also das ist was, worauf wir auch sehr stolz sind und was uns auch immer ermöglicht hat, quasi bei uns verwurzelt zu bleiben. Also wir sind beide in Augsburg verwurzelt und wollten da nicht weg. Sie sind mir krass, ist meine Frage vorweg. Warum sind Sie in Augsburg geblieben, nachdem die ganzen Cloud Storage, die das sehr viel in den USA sitzen und vor allen Dingen, wenn es darum geht, dann die nächsten Finanzierungsrunden zu stellen, sobald es über 3, 5, 7 Millionen hinausgeht, diese doch sehr schwierig werden. Was hat Sie in Augsburg gehalten und wie haben Sie die bisherigen Finanzierungsrunden sichergestellt oder sind Sie schon Cashflow Break-Even? Also grundsätzlich war es für uns so, wir haben gesagt, Verschlüsselung ist ja ein Thema, wo sich eigentlich der Standort Deutschland sehr gut anbietet. Also ich meine, in Deutschland, haben wir vorher auch schon gehört, hat das Thema Datenschutz einen ganz anderen Stellenwert. Und am Anfang mussten wir Leuten zwar noch oft erklären, warum man so ein Produkt wie unseres braucht, aber spätestens seit der NSA-Affäre 2013 liegt es eigentlich für jeden auf der Hand. Und wir haben wirklich auch ganz viele Kunden aus dem Ausland, die eben sagen, sie haben sich bewusst einen deutschen Anbieter gesucht für diese Verschlüsselung, weil sie eben gerade nicht ein amerikanisches Produkt nutzen wollen. Also viele Kunden sagen dann, ja gut, ich nutze jetzt schon den amerikanischen Speicheranbieter, aber die Verschlüsselung soll deutsch sein, weil ich vertraue mit deutschen Unternehmen einfach mehr. Wir haben damals eine erste Finanzierungsrunde gemacht, 2012, haben knapp eine 500.000 eingesammelt, also eine kleine Seed-Runde von deutschen Business Angels aus Karlsruhe. Also wir hatten damals auch sogar schon Kaufangebote aus den USA, Investoren aus den USA, die investieren wollten. Aber wir haben gesagt, für uns macht es einfach auch vom Geschäftsmodell her Sinn, deutschen Unterstützer zu nehmen. Wir haben gesagt, wenn wir jetzt ankündigen, übrigens, wir haben jetzt die Finanzierungsrunde mit dem großen VC aus den USA gemacht, dann dauert es wahrscheinlich nicht lange, bis die Spekulationen kommen, ja, wie ist es dann überhaupt, habt ihr einen Mentor, ist die NSA bei euch mit dabei? Und deswegen war es für uns eigentlich immer auch wichtig. Und mittlerweile haben wir unsere besten Investoren gefunden, nämlich unsere zahlenden Kunden. Also wir sind profitabel mittlerweile, überlegen natürlich immer wieder mal, macht es noch Sinn, nochmal Geld einzusammeln, um noch mehr zu wachsen. Aber das Gute ist, wir sind in der Situation, wir können alles, wir müssen aber nichts aus Druck, dass wir das Unternehmen nicht langfristig aufbauen können. Das ist die schönste Situation für einen Kunden, auch zu wissen, dass Cashflow Break-Even und Schlafen. Herr Altmann, Stichwort USA. Erzählen Sie zunächst etwas von SpaceX. Es ist wirklich so mysteriös.
Ist Elon Musk wirklich noch täglich da und redet mit? Wie hat sie es zu SpaceX verschlagen? Also, ich erzähle mal SpaceX 2004, wie ich eingestiegen bin. SpaceX 2004 war wirklich ein Traum, an den viele nicht geglaubt haben. 2004 hieß es, da gibt es einen Millionär und der will einen Weltraumfirma aufmachen und das soll ein Startup sein in einem Industriegebiet. Startups sind doch eher im digitalen Markt, irgendwo im E-Commerce oder im App-Web. Es gab ja nicht mehr im Search-Engine-Bereich tätig, kann man wirklich so eine Firma aufmachen in einem industriellen Gebiet. Und das war wirklich der Traum, das wollen wir machen. Und daran habe ich geglaubt damals und jetzt im 2015, nach 11 Jahren, wo ich dabei war und 13 Jahren SpaceX, ist es eine Firma, die 5000 Leute stark ist. Der hat 4 Flüssigraketenantriebe schon selbst gebaut. Die letzte war in den USA in den 80ern. 2 verschiedene Raketen entworfen, eine Weltraumkapsel, eine große Weltmarke gewonnen, die auch der komplette Luft- und Raumfahrtmarkt einigermaßen zum Machen gebracht hat. Wie ich dazu gekommen bin, also Elon Musk, ziemlich guter Person, der wirklich an sein Team denkt, der wirklich ein gutes Team aufbauen will, von Spitzenleuten, wirklich zum Firmengründen. In den ersten 2 Jahren ist er wirklich alle Schulen in den USA durchgegangen. Ich war damals bei Stanford, habe Luft- und Raumfahrt studiert und da war auch zu einer Rede und habe wirklich von einer Teamstruktur gesprochen, wo wirklich Leute etwas mitgestalten können und nicht nur die Aufgaben machen, die ihnen vorgeschrieben werden sind. Und das hat mir das hat mich ziemlich interessiert, dass ich da gesagt habe, so will ich auch arbeiten, so will ich auch engagiert bleiben und deswegen bin ich dann ins SpaceX gegangen. Bezüglich seines Engagements, Elon Musk ist so ein Visionär, der wirklich daran denkt, dass wir selbst auch mitgestalten. Er ist ja nicht CEO nur bei SpaceX, sondern auch bei Tesla, 2 sehr, sehr große Unternehmen. Er teilt es wirklich so, er macht Montag all seine Meetings bei SpaceX. Ich hatte mit ihm 3 an dem Tag und am 7 Uhr war es Schluss, er stieg in sein Flugzeug. Dienstag, Mittwoch war es in Silicon Valley bei Tesla und dann hat er dort 2 Tage gearbeitet. Donnerstag, Mittag kam es wieder zurück nach Los Angeles, SpaceX für 1,5 Tage und dann das Wochenende wirklich am Computer gearbeitet. Er ist sehr, sehr engagiert, auch einigermaßen und zwar zu engagiert. Ich habe mich daran gewöhnt, jede 2 Stunden aufzuwachen und E-Mails zu beantworten, weil er auch die gleiche Arbeitsweise hatte, jede 2 Stunden dann E-Mails zu schreiben, auch durch die Nacht. Also so ein Engagement hat er gemacht. Wow, beeindruckend. Wer von uns würde das umgebracht? Jetzt sagt man, dass in Kalifornien, Silicon Valley besonders, Innovation Teil der DNA ist. Ist ein Unterschied festzustellen? Sie haben beides kennengelernt. Sie bezeichnen Bayern als Ihre Heimat, Sie sind wieder zurückgekommen in die Heimat, Sie haben mehr als 10 Jahre in Kalifornien verbracht. Ist ein Innovations-, ein Kulturunterschied festzustellen, der Innovation dort mehr als hier? Oder was macht Bayern aus? Also für mich, der Unterschied, den ich sehe, der ist nicht so ganz groß, wie Leute sich denken. Ich glaube, Bayern ist wirklich jetzt gerade beim Aufschwung, besonders wenn es um Gründen geht. Ich sehe den Unterschied eher nicht bei den Gründern, sondern ich sage immer der zweiten Generation vom Team. Wir haben immer das Problem, dass Leute gründen, aber dann wirklich Probleme haben, das Team mit Team zu bekommen, das sie dann auch wirklich erfolgreich macht. Und besonders bei den technischen Dingen, die wirklich gebraucht sind, um eine Firma hochzubauen, da fehlt es eigentlich an Engagement vielleicht in Bayern mehr. Die Leute, die wirklich durch die Studiengänge gehen, die wirklich für diese Startups zur Frage kämen, die denken an Startups. Entweder man denkt an Gründung oder man denkt an die Großfirma. Und es ist wirklich sehr wichtig, dass wir jetzt die technischen Leute, die Leute, die wirklich wichtig sind für diese Startups, an die Startups ranlocken können. Im Gegensatz in Silicon Valley, da wirklich jeder Tag, jeder in der Uni spricht davon, zu welchem Startup man geht, welche Vorteile man daraus bekommen könnte. Ins Google zu gehen ist nicht mehr so interessant für die meisten. Die wollen wirklich das nächste Stealth-Firma finden,
der mal groß sein wird. Und das Risiko wollen alle eingehen. Gründen ist auch nicht das 100%, das ist immer, wo ist das Nächste, wer hat was gegründet, kann ich da auch mitgestalten. Also das Zusammenspiel quasi auch zwischen, ich sag mal, der jungen Industrie, damals war ja SpaceX ein sehr junges Unternehmen und ich sag mal, Elon Musk ja in die Universität reingegangen ist und die Studenten quasi rausgelockt, die ist wesentlich extremer, diese Bezahlung. Jetzt versuchen Sie etwas Ähnliches hier mit Tech-Partners auch hinzubekommen? Also Tech-Partners hier in München, Teil von Unternehmertum, ein Entrepreneurship Center ist wirklich dafür da, dass wir Leute, die aus der Uni gründen wollen, unterstützen, besonders wenn es darum geht, die Firma hochwachsen zu lassen. Unternehmertum ist ein Entrepreneurship Center, der dafür steht, wirklich alle Dienstleistungen anzubieten für junge Gründer, für Firmen, nicht nur aus der TU oder aus München, sondern auch Europa, sondern auch global. Und TechFounders ist ein Subunternehmen davon, der wirklich sich darauf spezialisiert, in Industriegebieten tätige Unternehmer so zu unterstützen, wenn sie jetzt 2 oder 3 Jahre in der Industrie waren und die haben jetzt ihr Prototyp gemacht und jetzt wollen sie wirklich an den Markt kommen werden, wollen größer werden. Wir unterstützen sie daran, auch Industriepartner zu finden, mit dem Industriepartner auch zusammen aufwachsen zu lassen, auch vielleicht zumindest mal den ersten Kernkunden zu bekommen oder vielleicht oder zweiten Kunden. Konkreter nachgefragt, dürfen denn nur TUM-Absolventen sich bei TechFounders bewerben? Oder was wäre, wenn von anderen Universitäten Gründer zu Ihnen kämen? Also bei TechFounders, wir sind wirklich global, wir schauen wirklich global, wir versuchen wirklich die Gründer aus der ganzen Welt hierher zu locken. Ich glaube, das ist auch wichtig für das Ökosystem Münchens. Jetzt gerade, wir sind in einem Batch, wo 8 Startups jetzt bei uns befinden und ich glaube, von denen ist nur eine aus München. Wir versuchen wirklich, die Leute hierher zu bringen, um auch so eine Anlockung an Standorten München und Bayern zu machen. Vielen Dank, wir kommen darauf zurück. Herr Weigelt, eine interessante Kombination, Physiker und Jurist. Hilft das Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit als Containerpilot? Ja, das hilft sicher bei der täglichen Arbeit als Containerpilot, klar. Insbesondere, wenn man eben Technologie macht, dann ist es natürlich, was man in der Physik gelernt hat, eben alle möglichen Bereiche auch zu verstehen und dann letztendlich das als Schnittstelle in die Ministerei abzubilden, was unser Beruf ist täglich. Jetzt sind Sie Vorstand eines Vereins. Eines Vereins, der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Mit 63.000 Mitgliedern, ich musste mal nachschauen, 1845 gegründet. Ich glaube, der weltgrößte Verein dieser Art. Erklären Sie uns mal etwas. Ich befürchte, dass einige den Gästen hier sicherlich davon schon mal gehört haben, aber was machen Sie? Gut, also seit der Gründung sozusagen haben sich Leute in diesem Verein zusammengeschlossen. Es ist keine Berufsorganisation. Den Beruf Physiker in dem Sinn gibt es ja eigentlich nicht, wenn man schaut. Also Bundeskanzlerin kann man Physiker sein oder Patentanwalt. Im produzierenden Gewerbe natürlich, also den Beruf Physiker an sich gibt es nicht. Deswegen haben sich eben in diesem Verein zusammengeschlossen alle Leute, die Interesse an der Physik haben. Das ist ganz vorne, steht das bei uns in der Satzung. Natürlich sind es in der Regel Leute, die Physik studiert haben, sei es jetzt an der Fachhochschule oder an der Universität. Und gut, diese Leute haben sich eben zusammengeschlossen, klassischerweise oder zu meiner Zeit war es auch im Studium, irgendwann als Student ist man mal Mitglied von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft geworden. Mittlerweile geht es sogar schon in die Schule, also es werden da Abiturpreise und so weiter vergeben, die dann eben eine einjährige Mitgliedschaft, die dann in der Regel auch verlängert wird von Interessenten. Das ist eben die Struktur. Dann die Physikalische Gesellschaft, vielleicht bis vor 20, 25 Jahren, war ein Verein mit fast ausschließlich wissenschaftlichem Interesse. Das ist auch so ein kleines bisschen, wo ich das Problem sehe, wie der Professor Hauer vorhin schon gesagt hat. Es ist wirklich der Technologietransfer, wo es hier in der Republik massiv klemmt. Es wird auch ein bisschen abgebildet, eben in oder die Gründung.
Grund oder sagen wir mal die Basis dafür ist auch so ein bisschen abgebildet in dieser physikalischen Gesellschaft, dass sie eben wirklich eine wissenschaftliche Organisation war. Und erst in den letzten 20 Jahren haben eben einige versucht, eben auch, dass die Industrie und Wirtschaft da mehr Gewicht bekommt in diesem Verein. Und jetzt gerade, Sie hatten ja genannt, den Professor Kubasek, eben als Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und ich als zuständiges Mitglied eben für die Industriewirtschaft und Berufsfragen. Wir versuchen das jetzt schon so ein bisschen, den Verein so ein bisschen in diese Richtung zu schieben, auch eben so gesellschaftlich interessante Geschichten wie Technologietransfer, da dem ein größeres Forum zu geben. Man hat nämlich ein riesen Netzwerk, ich meine, es sind 61.000 Leute, die man einfach mit E-Mail erreichen kann. Es gibt da verschiedene Verteiler. Also das ist eigentlich die ideale Voraussetzung, um da eine Möglichkeit zu schaffen, diesen Technologietransfer anzuschieben. Wir kämpfen immer noch ein bisschen mit den Mitgliedern auf Universitätsseite. Die sind da immer noch so ein bisschen sperrig. Also die, glaube ich, brauchen da auch noch ein bisschen Anschub, dass die da ein bisschen mehr sich engagieren. Aus Ihrer Warte und mit dem Background der ganzen physikalischen Gesellschaft fokussiert sich zunächst bei Bayern. Wo sehen Sie die mustergültige Innovationspraxis? Was ist das, wo es Bayern abhebt von anderen Bundesländern und anderen europäischen Mitgliedsländern? Eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Wichtige ist einfach die Infrastruktur, die in Bayern geschaffen wird. Das ist in Bayern wesentlich einfacher als in anderen Bundesländern. Wobei ich, also wirklich von der Technologietransferseite, da ist auch in Bayern noch viel Luft nach oben. Ich denke, in Bayern, ja, ist es letztendlich, die Universitäten sind da eher auf den Zug aufgesprungen. Die haben da Strukturen geschaffen. Ich meine, es gibt einige Universitäten, die sich da wirklich vorbildlich verhalten. Und auch wirklich die Bedürfnisse, die ein junges Unternehmen hat, sich überlegen und da versuchen, das voranzubringen. Man hat andererseits mit anderen Universitäten zu tun und da gibt es eben im Norden mehr, die oftmals überhaupt keine Vorstellung haben, was man da tun soll. Die haben Technologietransferstellen, ohne den Leuten zu nahe zu treten, an die, die sollen eigentlich alle können, aber sind eigentlich irgendwas. Sind aber von der Ausbildung her gar nicht in der Lage, diese ganzen, das Profil zu erfüllen. So jemand gibt es nicht. Es wird eben kein Geld investiert, kein Geld in die Hand genommen, wo einfach auch was nach außen gegeben werden muss. Ich meine, jemand, der in der Technologietransferstelle arbeitet, der kann nicht Vergaberecht, EU-Vergaberecht können, der kann nicht Patentrecht können, der kann nicht irgendwo diese ganzen rechtlichen Komponenten, die wirtschaftlichen Komponenten, aber solche Leute sitzen da. Und dann hat man eben Lizenzverträge auszuhandeln, wo schon die Idee nicht mal klar ist, was eigentlich marktüblicher Lizenzsatz ist. Und sowas will dann eine Universität und dann Geschichten über die Technologietransferstelle. Oder der nächste Schritt, dass man dann irgendwelche Beteiligungen an den Unternehmen haben möchte. Ich meine, bei manchen Universitäten funktioniert das ja vielleicht noch, aber andere, wenn man da anschaut, was man für so einen lausigen Vertrag Wochen teilweise braucht, bis die unterschrieben werden, da kriegt ja jeder Investor einen totalen Vogel, wenn er sieht, die habe ich aber auch noch im Boot. Das heißt, alleine schon der Zeitprozess, jetzt gar nicht mal die Beteiligung an sich, sondern wirklich der Prozess, dauert dann unter Umständen ewig und solche Leute will man dann nicht. Und da, wie gesagt, denke ich, ist Bayern noch vorbildlich, wobei da ist auch nicht nach oben. Das ist eine gute Überleitung zu Ihnen, Herr Harroff. 15 Jahre lang LMU mit Fokus. Den Fokus auf Forschung und Innovation. Davor schon, ich glaube, die Universität Mannheim patentierte Innovation. Wie kommt Ihre, oder woher kommt Ihre Leidenschaft? Ich mag lieber das englische Wort Passion für Innovation. Es ist ganz einfach. Also ich bin
kein in der Rolle gefärbter Wirtschaftswissenschaftler im Maschinenbau. Ich habe also in Deutschland Maschinenbau studiert, sollte dann eigentlich in ein Familienunternehmen hineingehen. Das wollte ich dann doch nicht und bin sozusagen in die USA geflüchtet. Und habe dann viel Glück gehabt, habe ein Stipendium für Harvard gehabt, habe dann am MIT promoviert und fand dort sozusagen meine Passion, nämlich Innovationsforschung. Das wurde dort an einer der wirklich besten technischen Hochschulen professionell gemacht, mit allen Aspekten des Technologietransfers und so weiter. Und solche Sachen kann man gut analytisch untersuchen. Man kann die empirisch untersuchen. Man kann sich die Frage stellen, wie muss ich denn ein System aufsetzen, also zum Beispiel einen Technologietransfer oder bei einer Finanzierung von einem jungen Unternehmen, das gerade aus der Universität rauskommt, damit jetzt sozusagen in einer großen Population, also statistisch gesehen, möglichst viel auch herauskommt. Und das waren Fragen, die mich sehr fasziniert haben. Als ich dann nach München hierher kam, das war 1999, das war sehr vor dem Crash, vor dem Dotcom-Crash, habe ich dann das LMU Entrepreneurship Center übernommen, beziehungsweise gegründet mit einem Wagniskapitalfinanzierer. Übrigens, wir machen das genauso, wir haben Teams aus der TU, aus Aachen, die kommen zum Teil nach München, weil es hier besser läuft als an anderen Standorten. Das ist also sozusagen immer so eine aktive Nebenkomponente gewesen und desbezüglich haben mich meine Kollegen manchmal auch etwas komisch angeschaut und gesagt, was macht der denn da schon wieder? Aber das ist in Ordnung, es hat Spaß gemacht. Jetzt sagt Sie, Sie waren im MIT, ich hatte auch die Chance, im MIT zu sein. Da gibt es ein MIT Patent Office. Das sind Kommilitonskollegen von mir reingesessen und haben die vorbeilaufende neue Innovation gesehen. Und dann konnten die kaufen, dann konnten sie diese Patente kaufen. Und MIT selbst hat natürlich viel Geld verdient, aber auch die Entrepreneurs, zwei Kommilitonen von mir, haben schon Double Exit, US-Dollar Exit gemacht. Gibt es etwas Vergleichbares hier in München, in Bayern, an der Tour mit LMU? Also das, was Sie dort kaufen konnten am MIT, ist das, was die nicht selber verwerten in Form von Gründungen. Das waren nicht die Kronjuwelen, die Sie da kaufen konnten. Das muss man dazu sagen. Denn die gehen in der Regel in Gründung hinein. Der wichtigste Transfermechanismus heutzutage ist ganz klar Gründung. Und wenn Sie sich anschauen, auch die Einnahmen, die vom Stanford Licensing Office oder dem MIT Licensing Office macht, das ist relativ klein im Vergleich zum Forschungsbudget, das ist so 2%. Das, was die aber an Spenden von erfolgreichen Gründern bekommen, ist eine Größenordnung mehr. Also es gibt einen Spruch, der klingt jetzt ein bisschen hart, aber der wurde mir so berichtet von einem der Leiter Gründungszentrum, eines Lizenzzentrums an der University of Wisconsin. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, die Gründer zu verärgern. Und auch bitte nicht mit überzogenen Lizenzforderungen, wenn die versuchen, an das IP der Universität, an dem die Universität ja beteiligt ist, ranzukommen. Um Gottes Willen, man will die auf einen schnellen Zug setzen, die sollen erfolgreich sein und irgendwann sollen sie dann bitte wieder spenden an die Universität. Also ergreifen auch das Alumni-Wesen und der Technologietransfer Hand in Hand. Ja. Das haben wir noch nicht kapiert in Deutschland. Sie sprachen etwas an, das möchte ich mal kurz herausstreichen. Hört ich ja durch, dass Professoren und die Universität selber gründen? Passiert so etwas hier in Bayern? Ja, passiert. In der Regel ist es aber viel besser, wenn nicht die Professoren gründen, sondern die Postdocs. Ja? Also die Professoren sind vielleicht als Ratgeber dann im Hintergrund mit einem relativ kleinen Anteil, das funktioniert sehr gut, weil die natürlich auch wissenschaftliches Know-how mit reinbringen. Aber die Company muss ja tagtäglich geführt werden, da muss gearbeitet werden. Das kann man nicht mit einem Vorlesungstakt oder mit irgendwelchen akademischen Verpflichtungen, dann Papiere zu schreiben und so weiter, gleichzeitig kombinieren. Oder man muss wirklich für 3, 5 Jahre ganz rausgehen. Das haben wir noch nicht. Aber was wir haben, was wir sehr wohl haben, ist, dass es an allen Universitäten, an der TU, an der LMU, an der Hochschule München so Nester gibt von Leuten. Oft sind das übrigens auch die Auslandserfahrungen haben, die zurückgekommen sind, die das woanders gesehen haben, die machen das einfach. Die lassen sich auch nicht bremsen, die lassen sich sogar nicht bremsen, wenn der Präsident da nichts von hält. So was gibt es auch in Bayern, Sie haben darauf hingewiesen. Ja? Leider ist das so, dass nicht alle Universitäten Gründern gleichermaßen Unterstützung geben, obwohl das eigentlich für unsere Wettbewerbsstärke in Bayern und in Deutschland sehr wichtig ist. Letzte Frage noch. Was ist als Mistergültig Innovationspraxis hier in Bayern? Was ist für Sie Mistergültig?
Also die große Stärke hier in Bayern ist, dass der private Sektor und die öffentliche Hand sehr schnell sich einigen, wo sie zusammenarbeiten können. Wenn Sie sich anschauen, Bayern ist führend in Life Sciences innerhalb von Deutschland. Das auch mal. Wir haben Schwierigkeiten im Vergleich mit den USA. Aber wir haben hier tatsächlich in Martinsried ein Cluster von sehr vielversprechenden Startups. Wir sind im digitalen Bereich gut aufgestellt. Vielleicht nicht mehr ganz so toll wie vor 10 Jahren, aber wir sind gut aufgestellt. Und das hat auch damit zu tun, dass der öffentliche Sektor, der ja doch mit Fördermaßnahmen dann ab und zu gefragt ist, hinschaut, wo sind die Bedürfnisse und nicht einfach so aus dem Wolkenkuckucksheim heraus irgendetwas macht. Lass uns jetzt mal den Schwenk machen zu zukünftigen Innovationsthemen. Ich möchte ein paar Themen und Begriffe hochstreichen, die zum Teil auch schon vorhin adressiert wurden. Stichworte wie E-Mobility, Fuel Cell, Clean Tech, Robotik, Nanotech, Internet of Things oder Industrie 4.0, das habe ich ja schon ausgeführt vorhin, E-Health, Big Data, 3D Printing, Fintech, Software Security, Bildung. Sind wir da schon ausreichend gut aufgestellt? Ich möchte Schwenkmann zu Ihnen, Frau Brückmeier, und ein bisschen provokativ fragen. Sie besetzen hier Datensicherheit und Sie sagten Problem, dass Sie dadurch auch einen Vorteil haben, weil den Amerikanern klemmt man das nicht wirklich ab. Ich sehe auch Schweizer Unternehmen, die sind vielleicht immer stärker werden. Wo würden Sie sagen, sind Ihre zukünftigen Innovationsthemen und wie entwickeln Sie sich weiter? Festzuhalten einfach End-to-End-Security wird sicherlich nicht ausreichend sein, um in noch 3-4 Jahren zu bestehen. Ich möchte es auch aggressiver sagen. Da gibt es ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, Tresorit, das die Datenverschlüsselung schon eingebaut hat. Ist das eine Bedrohung für Sie? Grundsätzlich muss man sagen, natürlich gucken wir uns den Markt immer genau an, was passiert und was kommt raus. Und wir haben uns ja damals, als wir gegründet haben, auch ganz bewusst dafür entschieden, nur Verschlüsselung zu machen. Und nur Verschlüsselung hört sich erstmal wenig an, ist aber an sich schon ein sehr komplexes Thema. Wenn man jetzt Anbieter anschaut, die dann eben sagen, wir machen Speicherplatz inklusive Verschlüsselung, ist es quasi eine Doppelkomplexität. Also wenn man sich den Markt anschaut, welche Unternehmen bieten so Datenspeicher an, das sind dann auch die großen wie Google Drive, es gibt auch Dropbox, eben auch ein sehr großer Anbieter. Und die machen das schon wirklich seit vielen, vielen Jahren mit riesengroßen Teams. Und die sind noch lange nicht perfekt und noch lange nicht gut, weil das Thema einfach sehr komplex ist. Also viele Nutzer sagen dann, ja, so eine Synchronisation von Daten in die Cloud ist auch total einfach, das kann auch jeder machen. Wir werden auch immer wieder angefragt, weil wir unseren eigenen verschlüsselten Speicherplatz anbieten. Und das ist aber ein Fass, das wir bisher bewusst nie aufgemacht haben, weil es einfach extrem schwierig ist, auch in dem Bereich gut zu sein. Wir untersuchen selber immer wieder zig, hundert verschiedene Anbieter, die Daten synchronisieren, unter anderem auch verschlüsselt, aber richtig gut ist davon eben keiner. Und ich glaube, es war dann Grund, ganz wichtig zu sagen, ich setze den Fokus auf ein Thema und das Thema mache ich richtig gut. Und das ist auch was wir machen und wird sich natürlich herausstellen in den nächsten Jahren, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Aber wir sind nach heutigem Stand davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist und werden es noch weitermachen. Weil gerade als Gründer kann man nicht 10 Themen gleichzeitig machen und das ist besser, ein Thema richtig gut zu machen und das andere denen zu überlassen, die es besser können. Ich wünsche Ihnen Erfolg. Wenn Sie noch mehr gründen würden, welchen Bereich, welche Themenspektrum würden Sie aufgreifen? Ach, ich glaube, das ist schwierig zu beantworten. Es gibt sehr, sehr viele. Ich sage mal so aus dem Stegreif, würde ich sagen, ich würde kein Thema machen, bei dem man Informatiker braucht, weil es extrem schwierig ist, gute Entwickler zu kriegen. Ich würde vielleicht irgendwas machen mit Leuten, die einen Job suchen. Ist sehr, sehr schwierig. Also es gibt ganz viele interessante Themen, auch viele soziale Themen, die immer mehr raufkommen. Was ich engagiere mich auch selber für das Thema Unternehmertum schon an Schulen und Hochschulen. Und ich glaube, wenn ich nochmal ein Projekt in Großteil meiner Zeit widmen würde, dann wäre es vielleicht übergangsweise erstmal ein Thema, mit dem man es schafft, irgendwie mehr Unternehmer auf die Spur zu bringen und es schafft, die Studenten und Schüler dafür zu begeistern. Und ich glaube, wenn man da ein paar Jahre Zeit reinsteckt, würde ich dann bei der dritten Gründung auch wieder davon profitieren. Na dann. Herr Altmann, als Partner von Tech Founders, viele der Themen, die ich eingangs angesprochen habe, stehen auf Ihrer Webseite. Das sind Themen, die Sie suchen. Sie suchen Gründer, Sie suchen junge Unternehmen, die diesen Bereich innovieren. Wen unterstützen Sie heute schon? Welche Themenbereiche sind bei Ihnen schon aufgeschlagen? Und was für Themenbereiche sehen Sie eine Schwäche? Was muss noch mehr hier in Bayern passieren, um diese Themenbereiche hochzubringen? Also bei Tech Founders, unsere Themenbereiche sind der
meistens gewählt, dass sie uns unseren Industriepartner passen. Jetzt gerade haben wir Industriepartner, die kann ich jetzt auch nennen, BMW, Bosch, Festo, Siemens, Mimicry, die sind jetzt mehr auf die Themen, die sie auch genannt haben, ziemlich aktiv. Einige dieser Themen aber fallen auch aus, besonders MedTech sind jetzt gerade bei uns nicht vorhanden. Wenn ich mir jetzt die Anmeldungen bei uns anschaue, ich glaube, es gibt von jeder Industrieart die Startups. Es sind nicht die Industrievertikale, die uns fehlen, sondern mir fehlen eigentlich mehr die Startups im kleinen Mundschaft. Also ich sehe, dass die meisten Startups, die sich bei uns melden, mit einem schon ziemlich engen Ziel jetzt bewerben. Und es gibt nicht so oft die Startups, die ich hier sehe, die wirklich etwas Grandioses wie eine neue Autofirma, auch komplett neue Autofirma aufzumachen oder eine Raketenfirma aufzumachen. In Europa fehlt es uns ein bisschen noch an diesen Moonshots. Man ist ein bisschen kalkulierter, ein bisschen mit weniger Risiko umgehen. Natürlich gibt es auch Kapital, diese wirklich riesen Ziele zu erreichen. Und diese Startups sind eigentlich die Lösung. Warum trauen wir uns nicht, solch größere Themen anzugehen? Warum sind wir immer eher so, ich gründe ein Unternehmen und werde erfolgreich, ich betreibe mal in München erfolgreich zu sein. Und dann denke ich vielleicht in Bayern oder vielleicht in Deutschland. Und die Amerikaner, die fangen an und sagen, ich wollte mit dem Wort. Was ist der Unterschied im Mindset? Also ich glaube, das hat einigermaßen zu tun mit der langen Vergangenheit in den USA. Aber besonders im Silicon Valley haben sie eigentlich ziemlich lange davon profitiert, wirklich in großen Projekten dabei zu sein. Und sie wissen, wie sie damit umgehen können, von null auf große Projekte. Das ganze Silicon Valley kommt ja eigentlich von dem Kalten Krieg und von der Rüstungsindustrie. Die waren ja nicht in der Rüstungsindustrie, aber in der Elektronik dafür. Die waren in der Spicer Life, die waren in Elektronik für Geheimdienste, die waren in Elektronik für Waffensysteme. Und das waren wirklich große Themen, die schon vor 50, 60 Jahren angegangen sind. Und auch wenn es durch solche Themen mal gekommen ist, die haben in diesem Ort dann dieses Kenntnis zu Großprojekten irgendwie herangebracht und damit können sie jetzt sehr gut umgehen und dann auch neue Projekte bauen damit, also definitiv Startups. Aber jetzt gerade, wenn man Europa anschaut, ich glaube, Bayern ist da ziemlich speziell, dass wir wirklich in den neuen Themen, wo man wirklich gründen könnte, ziemlich gut bewaffnet mit Leuten mit technischen Know-how. Also wir haben sehr, sehr gutes industrielles Know-how, wir haben sehr, sehr gute Unis, die wirklich in den neuen Gebieten der Startups sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und ich glaube, mit Zeit und ziemlich schnell können wir da eigentlich den Unterschied wegnehmen. Ja, vielen Dank, Herr Harauf. Welche Innovationsthemen vermissen Sie noch in Bayern? Was müssen wir voranbringen? Sie sagten eingangs, wir müssen das eigene europäisch denken, müssen Deutschland weiterdenken, nicht nur uns auf Bayern beschränken. Aber wenn wir sagen, wir möchten doch eine BMW aufbauen, was wäre denn dieses neue große Thema, das irgendwann zu einer BMW werden könnte? Also ich glaube, wir ziehen das Pferd von der falschen Seite auf, um das zu machen. Das Problem mit radikale Innovation sozusagen vorweggesehen zu wollen, ist eins, dass es nicht geht. Es geht wirklich nicht. Ja, wenn Sie sich anschauen, wer hat denn 2 Jahre bevor Google rauskam mit der Idee, Google prognostiziert? Niemand. Wirklich niemand. Und insofern sollten wir das nicht machen. Wir sollten dafür sorgen, dass wir wirklich die neuen Wissensbereiche haben, die sehr fertil sind, wo tolle Sachen passieren, da haben. Das heißt, wir brauchen eine gute Grundlagenforschung. Die haben wir. Und dann brauchen wir wirklich einen tollen Transfer, der, wenn dann was möglich erscheint, es uns erlaubt, das auszuprobieren. Wir brauchen viele Experimente. Ja, wir brauchen wirklich Mao Zedong. Wir brauchen, dass viele Blümchen blühen und einige von denen werden groß werden. Aber von vornherein ganz früh zu sagen, hier ist eins, das finde ich so toll, dieses Blümchen, das wird der Milliardenkonzern, führt meines Erachtens wirklich in Irre. Ich kenne niemanden, der das kann. Und ich würde auch davon abraten, ich rate auch jedem Politiker davon ab, zu sagen, hier, genau das ist das Feld, wo wir jetzt groß werden. Weil wir können es nicht prognostizieren. Ich erkenne viele Felder, die sind schnell gewachsen und dann plötzlich weggefallen, ja, weil technische Schwierigkeiten da waren, Marktschwierigkeiten da waren.
Wir wissen im Moment, dass Digitalisierung, bestimmte Konzepte in der Digitalisierung, bestimmte Geschäftsmodelle replizierbar immer wieder zu großen Erfolgen führen. Aber was die nächste Welle sein wird, ich weiß es nicht. Sind Sie ja doch Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovation der Bundesregierung. Reden Sie nicht genau über solche Wellen? Oder? Nein, ganz genau nicht. Also ich versuche Politikern beizubringen, dass wir gerade dann bei radikaler Innovation, wenn wir nicht prognostizieren können, bitte nicht noch mehr Geld in bessere Prognosen einstecken, sondern die Systeme flexibel machen. Ja, das ist das Umfeld, wo wir wirklich Wagniskapital brauchen, wo wir schnell Experimente schalten müssen, wo wir ausprobieren müssen, wo ist die Nachfrage. Das kann man nicht prognostizieren. Bei inkrementellen Verbesserungen, ich habe überhaupt nichts gegen inkrementelle Verbesserungen. Ja. Die neue Dreierreihe bei BMW ist eine tolle Verbesserung da. Sie ist inkrementell, weil sie planbar ist. Ja, vielleicht ein paar drastische Innovationen aufwenden. Aber im Großen und Ganzen ist die planbar. Die kann man in 5 Jahren hinsetzen und dann steht die im Markt. Das ist wunderbar. Das ist wichtig. Großartige Wertschöpfung. Aber das ist nicht die disruptive Innovation, über die wir hier gesprochen haben, die bei Ihnen gemacht wurde. Oder die nächsten großen Datenunternehmen vorhanden. Herr Weigel, Sie sind Patentanwalt. Eigentlich müsste doch derjenige, der innoviert und irgendetwas patentiert haben, würde ich als erstes bei Ihnen aufschlagen und sagen, Mensch, sobald ich das Patent habe, kann ich mich ausruhen und das Patent dann, sagt man, vermarkten und weltweit umsetzen. Wie ist Ihre Erfahrung? Kann ich Innovation durch Patent wirklich schützen oder wie hilft mir Patent? Gut, also natürlich kann man Innovation durch Patente schützen. Vielleicht mal die richtige Vorstellung von Patenten. Die meisten Patente oder die werthaltigsten Patente sind eigentlich die Patente, die eben gerade diese inkrementellen Verbesserungen haben, die es mir ermöglichen, ein Produkt wesentlich billiger als der Wettbewerber am Markt zu schaffen. So fundamentale Patente, das sind nicht wirklich die Patente, die Geld bringen. Wenn man sich vorstellt, der Transistor wurde irgendwann erfunden in den 50er Jahren, also Patentlaufdauer 20 Jahre. Wenn man schaut, 1965, wo war der Transistor drin? Nirgendwo. So gut wie nirgendwo. Wenn ich jetzt eine kleine Verbesserung heute bei einem Transistor mache, der das ermöglicht, den um 10% billiger herzustellen, als jetzt Transistor gerechnet auf Transistor, 10% billiger herzustellen als der Wettbewerber und ich der Einzige bin, der das tun kann, weil ich das dem Wettbewerber verbieten darf, da komme ich mit Geldzählen nicht mehr hinterher. Also das mal als wieso dieses Patentleben an sich ausschaut. Und ich denke auch von der Innovationsseite her, es ist wahnsinnig schwierig. Also Innovation bedeutet, ich habe eine Erfindung, ich soll die Erfindung im Markt umsetzen, ich soll die in ein Produkt umsetzen. Je genialer die Erfindung, umso weiter bin ich weg davon, das in irgendeiner Form im Markt umzusetzen. Und da läuft das Patentrecht eigentlich genau mit, wenn man sich anschaut, was erteilt wird, welche Sachen angemeldet werden. Das sind niemals, also ich habe noch nie in meinen 20 Jahren jetzt in dem Geschäft irgendein fundamentales Patent gesehen, wo ich gesagt habe, wow, das ist es. Sondern es sind wirklich Verbesserungen, die eben aufbauen und eben es ermöglichen, wirklich ein gutes, billiges oder ein billigeres Produkt an den Markt zu bringen. Würden Sie den jungen Unternehmen überhaupt raten, sich um Patente zu kümmern am Anfang? Es ist ein häufiger Zwiespalt, das ein junges Unternehmen hat. Knappen Ressourcen zu sein, kaum jemanden zu haben, der das Patent schreiben könnte und wenn dann auch nicht die finanziellen Mittel ist, wirklich dann eintragen zu lassen? Also mal abgesehen davon, dass ich Patentanwalt bin und den Teufel tun werde und sagen werde, nein, bloß kein Patent anmelden. Nein, aber mal ernsthaft. Ein Patent eröffnet die Möglichkeit, das Produkt selber auf den Markt zu bringen, zu einem Preis, den ich bestimmen kann. Mit einem Preis, mit dem ich mein Unternehmen weiterbringen kann, mit dem ich mein Unternehmen überhaupt mal am Leben lassen kann. Wenn ich mich überhaupt nicht um diesen Rechtsschutz kümmere, dann schaut sich das jemand anders an, das schaut sich eine große Firma an,
wenn ich Pech habe, sind die clever genug und melden auch noch ein Patent an, dass es mir verbietet, das zu tun. Das ist natürlich dann der totale GAU. Aber selbst wenn es einfach nur nachgemacht wird, nehmen Sie eine Firma wie Microsoft im Vergleich zu irgendeinem kleinen Unternehmen, das auf dem Gebiet tätig ist, da, wenn da ein gutes Produkt ist, da machen Sie halt Windows irgendwie 50 Cent billiger und 50% teurer und bringen das Produkt, das ich als kleines Unternehmen auf den Markt bringen möchte, damit ich rumkomme, einfach zur Hälfte. Da bin ich sofort weg. Das heißt, das ist eigentlich ein absolutes Muss, wenn ich im Technologiebereich tätig bin, dass ich eben meine Rechte schütze. Mal abgesehen davon, dass das auch das Erste ist, was Investoren anschauen, ob da irgendwo die Idee geschützt ist. Und wenn diese Idee nicht geschützt ist, dann hat man da schon, fängt man den 100-Meter-Lauf schon mal bei 120, 130 Meter an. Obwohl, weil das Ziel ist aufkreisen. Ihre Investoren sind wie auf Patente aus. Nee, Gott sei Dank nicht. Also wir haben ja auch keine Patente. Wir haben nicht nur unsere Marke geschützt, aber Patente haben wir nicht, wobei es im Softwarebereich immer noch mal schwierig ist. Genau, Software ist ein schwieriges Thema. Herr Weigel, ich habe es vorhin angesprochen in unserer Vorbereitung. Sagen Sie mal etwas, wie können wir denn Software patentieren? Was braucht man denn dafür? Also die Softwarepatentierung, das funktioniert immer so in Wellen. Anfang 2000 war es in Europa, also davor will ich gar nicht drauf eingehen, am Anfang 2000 war es wahnsinnig einfach, in Europa Softwarepatente zu bekommen. Dann ist es jetzt wieder ein bisschen gekippt in die andere Richtung und keine Ahnung, vielleicht kippt es in 10 Jahren wieder. Was man braucht, ist, man braucht Technizität. Das muss also irgendeinen technischen Bezug haben, diese Software. Das heißt also, eine Software, die zur Steuerung von irgendwelchen Maschinen, irgendwelchen Vorrichtungen und so weiter notwendig ist, also sogenannte Computer-Implemented Inventions, das ist überhaupt kein Thema, das kriegt man sofort. Das einzige Problem sind wirklich diese Datenverarbeitung, die wirklich auf die ausschließliche Datenverarbeitung gerichtet ist. Und da kann man wirklich eine grobe Regel geben, wenn man diese Software, wenn die nichts Technisches an sich macht und wenn ich die auf einem normalen Computer laufen lassen kann, dann habe ich ein Problem, wenn ich das geschützt haben möchte. Wenn das allerdings, wenn ich schon hergehe und das in irgendeiner Form hardwaremäßig implementieren möchte, dann schaut die Sache schon wieder ganz anders aus. Dann kann ich da schon gewisse Schaltungen, gut, dann stellt sich natürlich die Frage immer, ob es patentfähig ist angesichts des Standes der Technik. Aber da bin ich dann schon mal auf einem ganz anderen Weg. Das heißt, wenn irgendjemand eine Software-Idee hat, dann sollte er auf jeden Fall zu einem Patentanwalt gehen und sich mit dem mal über diese Sache unterhalten, ob es da eine Möglichkeit gibt, das zu schützen. Und ich meine, man braucht einfach nur mal in die Register schauen, wie viele Patentanmeldungen Microsoft einreicht, wie viele Patente Microsoft erteilt hat. Und sich diese Patente anschauen. Also, wie man im Bayerischen sagt, bis was geht immer. Sehr gut. Wir haben es schon angeschnitten. Disruptive Innovation. Das ist ein Modewort, vielleicht auch eine Floskel. Disruption ist im Englischen für diejenigen, die disruptiv da drin sind. Das heißt, etwas unterbrechen, etwas zerreißen. Das ist eine disruptive Innovation. Zum Beispiel gerade die ganzen Flash-Speicher, die jetzt plötzlich Festplatten ersetzen oder Festplatten, die vorher Floppy-Drives ersetzen. LCD, die eine Ölplatte ersetzt hat, das ist disruptiv. Da verändert sich was radikal in der Wertschöpfungskette des jeweiligen Geschäftsmodells. Es gibt inzwischen Disrupting Consultants, Disrupting Conferences, Disruption Seminars. Es gibt an der University of Southern California ein neues Programm, das heißt The Degree is in Disruption. Also ein Abschluss in Disruption. Jetzt sagten Sie nicht darauf, Disruption kann man nicht planen. Wie schaffen es die Amerikaner immer wieder, diese disruptiven Geschäftsmodelle einzubringen? Und warum tun wir uns dennoch so schwer in Deutschland? Na, also erstmal sind sie natürlich ganz fantastisch im Marketing und im Verkaufen. Ich glaube, wir haben insgesamt jetzt 7 Jahre drüben gelebt und das ist wirklich hervorragend und die machen das gerne. Ja? Hingegen, wenn Sie bei uns fragen, wer will denn das Produkt auch verkaufen, wenn wir auch in Sales gehen, da drücken sich alle und wollen lieber irgendwo
Ingenieurtechnik machen, aber keiner will sozusagen am Ende beim Kunden das Geld reinholen, damit das Unternehmen überlebt. Also, disruptive Innovation hat es in der Innovationsforschung als Begriff gegeben, lange bevor diese Marketingleute den Begriff gefunden haben. Und was es bedeutet, ist eigentlich sauber abgrenzbar, es wird von Schumpeter auch schon genannt. Ja? Das heißt schlicht und ergreifend, wenn so eine disruptive Innovation kommt, dann macht sie schlicht und ergreifend das, was wir an Vorkenntnissen haben in der alten Technologie, was wir an Praktiken entwickelt haben, komplett ad absurdum. Das spielt keine Rolle mehr. Ja? Also nochmal, die gesamten Materialfähigkeiten, ich sage jetzt mal einen Namen, ich bitte um Entschuldigung, die sind schon längst auf dem Weg, sie umzustellen. Also ein Kolbenmaler, der Kolben herstellt für Verbrennungsmotoren, der wird durch einen Elektromotor vor ein Problem gestellt. Und es ist disruptiv, weil plötzlich alle Fähigkeiten, die dort da sind, die auch wertvoll sind, entwertet werden. Das ist eigentlich der Begriff von Disruption, den der Wissenschaftler hat. Das Auftauchen solcher disruptiven Entwicklungen ist meines Erachtens wirklich nicht prognostizierbar. Wenn jemand sagt, er kann das, dann halte ich ihn in erster Linie ein bisschen für einen Scharlatan oder für einen sehr guten Verkäufer. Guter Punkt. Alter, Sie haben auch sehr lange drüben in den USA. Was machen die Amerikaner anders und warum kriegen sie doch auch über diese disruptiven Geschäftsmodelle gebacken? Ist es tatsächlich nur besseres Marketing oder ist es ein anderes Marketing? Ich habe gesagt, dass es nur besseres Marketing ist, aber es ist auch besseres Marketing. Ein amerikanischer Unternehmer verkauft sein Startup-Unternehmen 3 Jahre nach vorne. Der deutsche Startup-Unternehmer murmelt dann irgendetwas von den derzeitigen Schwächen, die noch zu beheben sind. Das ist natürlich. Wohlgemerkt. Also wir haben ja von dem Marketing gesprochen zu den Kunden, aber da gibt es noch ein anderes Marketing. Marketing an das zukünftige Team. Dieses große Vision, das Marketing von der großen Vision. Ich glaube, das machen sie sehr, sehr gut. Sie sammeln wirklich eine große Menge an Leuten, die auch dann an diese Vision glauben. Weil wie ich SpaceX angefangen habe, da war die Vision, und es ist noch immer, Menschen multiplanetart machen. Da ging es wirklich nicht um Menschen zu retten, sondern die Menschheit zu retten. Ich sag's nochmal, Menschen multiplanetar zu machen. Ja, also dass Menschen wirklich nicht nur einer anderen Planeten besuchen, sondern dort eigentlich auch wohnen. Und das ist wirklich die Vision von Elon Musk, dass er sagt, also irgendwann mal wird es ein Event geben und dann werden wir wirklich mal die Erde verlieren. Eigentlich könnte das auch selbst gemacht sein. Wir arbeiten jetzt sehr, sehr gut daran, den Planeten wirklich kaputt zu machen. Da sollten wir eigentlich, er hat es im Englischen genannt, da brauchen wir Planetary Redundancy. Wir brauchen einfach mehr davon. Und so eine Vision lockt einfach die Spitzenleute. Und das machen sie wirklich sehr gut. Und dann bleiben sie wirklich daran. Und so eine Vision treibt die Leute voran, jeden Tag dann, ich sage immer, in der Woche 180 Stunden zu arbeiten, auch wenn es 168. Wow. Jetzt ist doch fast unfair, Sie zu fragen, was geben Sie Ihrem Team vor? Was ist Ihr Teams Vision? Und wie motivieren Sie sich? Also ich glaube, unsere Vision ist nicht wirklich klar ausformuliert, aber wenn man das Team fragt, dann geht es natürlich darum, einfach die Cloud, also das Internet sicher zu machen. Und ich glaube, das ist an sich schon eine sehr große Vision. Und wir haben den Vorteil, dass wir auch in der Entwicklung mit relativ innovativen Technologien arbeiten, die natürlich auch Leute wieder anziehen, die sich mit solchen Themen beschäftigen wollen. Also wir sagen es immer wieder, wenn es jetzt Informatiker zum Beispiel in Augsburg gibt, der möchte als Informatiker eben arbeiten, hat er die Wahl, er geht vielleicht zu Unternehmen wie Fujitsu oder Siemens, oder er hat die Wahl, geht in innovative Startups mit riesigen Technologien, die sehr neu sind und ist dann natürlich für viele attraktiv und interessant. Jetzt Stichwort Patente. Schützen die für disruptive Innovation? Ich möchte fast sagen, nein, aber ich frage mal den Fachmann. Wenn man also Patent für diese disruptive Technologie hat, helfen die Patente? Also nochmal, ich meine, es ist ja nicht so, dass irgendwo eine disruptive Technologie so auf einen Schlag aus dem Nichts kommt. Ich meine, eine disruptive Technologie, die baut auch auf Entwicklung in diesem anderen Gebiet auf. Man geht ja mal in erster Linie, wenn man eben eine fundamentalere Technologie hat, dann schützt man die auch breit, also nicht auf konkrete Anwendungsbereiche, sondern wirklich, nehmen wir einfach mal den Elektromotor. Sagen wir mal, es gibt nur
Ein Elektromotor gibt es seit Hunderten von Jahren. Das heißt, ich brauche jetzt für die Automobilindustrie, wenn ich das jetzt auf Elektromotor alles umstellen möchte, brauche ich halt bestimmte Anforderungen an diese Elektromotoren. Es gibt die Elektromotorentwicklung, da gibt es Neuerungen, wie gesagt, Elektromotoren gibt es auch schon 100 Jahre und da gibt es Entwicklungen und da gibt es mit Sicherheit auch in dieser disruptiven Technologie gibt es Patente. Das heißt, es wird sich halt einfach nur dann unter Umständen verschieben. Also es ist jetzt nicht mehr der Benzinmotorhersteller, sondern dann kommen halt einfach neue Unternehmen, die bisher damit vielleicht noch nichts zu tun gehabt haben, weil da jetzt irgendwo die einen Elektromotor gefunden haben, der jetzt genau irgend so ein Profil, das ich beim Auto brauche, hat. Und also das darf so vorstellen, dass wirklich disruptive Technologie kommt in einer Sekunde aus dem Nichts. Darf ich vielleicht nochmal? Vielleicht kommt es auch gar nicht auf die Technologie an. Also schauen Sie sich doch mal so ein System wie Airbnb an. Ist also jemand auf den Gedanken gekommen, dass vielleicht so 3, 4 Wochen, vielleicht 2 Monate lang mein Apartment leer steht oder der gleiche leer und dass ich das durch eine geschickte Verknüpfung bekannter Informationstechnologien auf eine Koordinationsplattform bringen kann und unterfertigen kann? Ja? Das lassen wir mal völlig beiseite, was der Oberbürgermeister von München davon denkt, wenn das großartig Schule macht oder dergleichen. Aber das ist ein disruptives Geschäftsmodell. Das ist keine Technologie, die völlig neu ist. Das ist eine Anwendung und ein sozusagen konsequentes Durchdenken der Potenziale, der Einsparpotenziale oder Effizienzpotenziale, die jetzt in dieser Situation entstehen. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen. Das sind im Moment die Modelle, die auch gefährlich werden können, einem erfolgreichen Mittelständler, einem erfolgreichen Großunternehmen, weil dort die Elemente, die eigentlich da sind, neu arrangiert werden. Da wird neuer Kundennutzen gefunden, plötzlich. Und ich glaube, das ist eine nicht-technologische Sicht von Innovation. Die fällt uns in Deutschland ein bisschen schwer, weil wir immer sofort, ich sage mal, wir haben sofort das Zahnrad im Kopf. An der Stelle müssen wir aufpassen, dass die Geschäftsmodelle wirklich den Wandel. Auf die versteht sich Silicon Valley auch verdammt. Oh ja, die Amerikaner sind besser, wenn es darum geht, ein Geschäftsmodell zu monetarisieren. Das kann ich sehr deutlich sagen. Ich glaube auch, dass es bestimmte Menschen leichter fällt, disruptive Innovationen in Geschäftsmodellen wegzusehen. Ich denke an den Gründer von Sony, der sagte, Walkman hat eine Chance im Markt und alle anderen waren dagegen. Ich denke auch an den Gründer von Apple, der durchaus Visionen hatte und hätte ihn mal durchgesetzt und jeder gesagt hätte, braucht man nicht. Und man denkt, es gibt ein geflügeltes Wort, wenn man Henry Ford gefragt hätte, wenn Henry Ford die Menschen damals gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, wahrscheinlich ist ein Pferd, das weniger frisst und schneller läuft, aber keine Automobil. Sagt so der Art vorgesehen. Wenn Sie gemeinsam eine Forderung, wenn jeder individuell wird, kann man fragen, eine Forderung an die Politik, die Landespolitik hätten, die Steuern müssen leider schon losgehen als ehemaliger Ministerpräsident. Über Markus Blume da jetzt. Ja. Aber Herr Blume ist da. Genau. Herzlich willkommen. Welche Forderungen wäre die? Also ich denke, in dem ganzen Prozess ist das Problem dieser Technologietransfer, das heißt diese Umsetzung. Es wird wahnsinnig viel an den Universitäten, Forschungseinrichtungen erfunden und dann kümmert sich keiner mehr darum, dass das wirklich, oder kümmert sich keiner mehr darum, jetzt mal 01, kümmert sich keiner mehr darum, dass das richtig umgesetzt wird. Und ich denke, da sollte die Politik Anreize, ich hatte es ja vorhin als Anschieben bezeichnet, Anreize schaffen in dieser Wissenschaftswelt, dass eben auch Technologietransfer gemacht wird. Ich meine, momentan haben wir für einen Professor gibt es 2 Säulen, Forschung und Lehre. Und alles andere, was er macht, gibt keine Add-on. Das wird nicht bei irgendwelchen Neubesetzungen von Stellen, Technologietransfer ist nie ein Kriterium. Wenn man da mal in die Richtung käme, dass eben Technologietransfer oder geforderter Technologietransfer, das, was an die Gesellschaft zurückgegeben wird, ein drittes Standbein wird, klar, das wird nicht bei allen Instituten funktionieren, ich meine, allgemeine Relativitätstheorie ist schwierig, aber ansonsten denke ich,
da könnte die Politik vielleicht ein bisschen was machen, dass man da mehr Anregungen schafft, dass es zu einem Technologietransfer von Forschungsinstituten, Universitätsseite kommt und dann eben, dass man auch schaut, die Stellen, die diesen Technologietransfer leisten sollen ins Unternehmen, dass die dann auch in der Form aufgesetzt werden, dass die das wirklich auch leisten können. Genau. Als Sie jetzt Wissenschaftler, ähnliche Forderungen, andere Forderungen? Also ich kann das, ich hatte ja eben im Vortrag schon gesagt, die Einrichtung, die Forschungseinrichtung, die Universität, die nicht transferiert, sollte sich nicht exzellent nennen dürfen. Und ich gebe Ihnen da recht. Aber ich würde trotzdem nochmal in eine andere Richtung gehen. Ich habe ja versucht zu beschreiben, dass diese Veränderungen sehr heftig ausfallen können. Was ich auch Politikern anraten würde, ist keine Selbstzufriedenheit, kein Zurücklehnen, kein Blicken auf vergangene Statistikerfolge und dergleichen. Die Karten werden neu gemischt. Wir müssen offen sein für Experimente an allen möglichen Stellen. Wir müssen offen sein für Best Practice, oder wie immer man das nennen mag, an anderen Stellen der Welt. Und das hier in der Brücke ausprobieren. So, mache ich weiter mit meinem Wunsch an die Politik. Also vielleicht ist der Wirtschaftsbeirat nicht die ganz wichtige Stelle, aber ich glaube, was uns fehlt, ist das Thema Digitalisierung, erstmal Digitalkunde in die Köpfe der Menschen zu bringen. Und zwar nicht erst dann, wenn sie erwachsen sind und im Beruf stehen, sondern wirklich schon von klein auf. Also meine Forderung oder mein Wunsch wäre, ein Fach wie Digitalkunde an Schulen, an Grundschulen schon verpflichtend einzuführen, weil das wirklich das Handwerkszeug ist, was wir die nächsten Jahrzehnte brauchen werden. Also da geht es nicht unbedingt darum zu programmieren, sondern es geht einfach um die grundsätzliche Frage, was ist Technologie und wie funktioniert Technologie? Das heißt, dass Kinder verstehen, was passiert mit Daten im Internet, was passiert mit einer Google-Abfrage, die ich stelle, was passiert im Hintergrund. Weil nur jemand, der das versteht, kann da Technologie auch wirklich effizient nutzen. Nur wenn wir wissen, was passiert, können wir auch Entscheidungen treffen. Wir müssen da nicht blind das übernehmen oder akzeptieren, was uns andere vorgeben. Und das ist sehr wichtig. Ich meine, wenn ich mich selber anschaue, ich bin Jahrgang 87, also auch noch wirklich jung, und bei mir in der Schule gab es kein Zehn-Finger-System zu lernen. Wir haben Schreibschrift gelernt, meine Schreibschrift wurde benotet, und hätte ich nicht freiwillig Freitagnachmittag 10 Fingertippen gelernt, könnte ich heute nicht am PC effizient schreiben. Und das ist wirklich traurig, genauso wie viele aus meinem Jurastudium aus dem Abschluss rauskommen und gar nicht wissen, dass eine E-Mail wie eine Postkarte ist. Die schicken ihren Kunden in Rechtsangelegenheiten Daten, die so sensibel sind, da möchte ich nicht, dass es irgendjemand mitliest, wenn es um Scheidungsunterlagen geht, um innovative Themen, Patente etc. Und wenn das Rechtsanwälte nicht wissen, dann ist es auch schon wirklich schwierig. Und ich glaube, so ein Fach wie Digitalkunde von klein auf würde den Leuten helfen, da wirklich gut mitzudenken und auch dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich dann immer noch sage, ich möchte gerne eine E-Mail schicken, ja okay, dann weiß ich aber, welche Implikationen es für mich und meine Mandanten. Also ich komme hier wieder zurück zu dem Team-Thema und einer der wichtigsten Herausforderungen für ein Startup ist wirklich die besten der Uni, die besten Technologen zu dem Startup zu locken. Und einer der Startups in den USA sehr, sehr gut verwendet ist diese Idee von Stock Options. Und das ist ein ziemlich schwierigeres Thema hier in Deutschland. Das Gesetz für Stock Options wird noch immer so geregelt, als ob jeder mit einem Anteil an einer Firma eigentlich so ein ziemlich reicher Mensch ist, nach dem man auch gehen sollte. Eigentlich handelt es sich um einen versetzten Gehalt, den man eigentlich später kassiert, wenn man auch erfolgreich ist. Und das ist wirklich der größte Anlockungspunkt für die meisten Firmenhäuser, die hier eigentlich von den Tech-Talent nicht so ganz eingeschätzt wird, die von den Gründern nicht so oft angeboten wird, weil da auch die Gesetzeslage nicht so ganz perfekt ist dafür. Interessante Aspekte. Ich hoffe, der Blumer hat gut mitgeschrieben. Ich werde in Kürze Sie als Gäste bitten, noch die eine oder andere Frage zu stellen, denn das ist doch sehr kompetente Podium hier. Bevor wir so weit kommen, ich hoffe immer noch, dass wir sehr viele zukünftige potenzielle Gründer haben. Und ich möchte die Chance nutzen, Gründer, die wir hier auf der Bühne sitzen haben, aber auch Leute aus der Wissenschaft oder eben jetzt eben mit Patentrechtsanwaltskundenkram zu fragen, was wären Ihre Empfehlungen an die Gründer? Wie rangehen? Was ist der richtige Mindset? Wo finden Sie die richtigen Ansprüche? Aber ich glaube, ich bin hier.
Also der richtige Mindset ist zunächst mal, ich will. Das heißt, man muss von seiner Idee wirklich überzeugt sein, muss sagen, okay, also das mit der 60-Stunden-Woche, das lassen wir mal. Und dann denke ich, das ist schon mal ein ganz wichtiger Start. Und dann muss man sich ein bisschen informieren, wenn ich die Idee habe. Also mal Nummer eins, wie bekomme ich das jetzt? In der Regel passiert sowas ja, wenn man an der Uni ist, jetzt Diplomarbeit macht, Doktorarbeit macht, ist mal Nummer eins, wie, wer kann mir mal von der Uni her helfen, dass ich wirklich das rausbringe aus der Uni, dass ich ein Start-up mache. Was ich gemeint habe mit ich will, bedeutet, ich muss ein Startup machen wollen. Jetzt, ich habe eine gute Erfindung gemacht, ich mache eine Patentanmeldung und ich verkaufe die Patentanmeldung für viel Geld, das läuft nicht. Das hat noch nirgends, oder die Fälle, in denen das klappt, die kann man einer Hand abzählen. Also deswegen, ich muss überzeugt sein und dann muss ich schauen, wie bekomme ich es aus der Universität raus, habe ich irgendeinen Professor, der mir helfen kann, der das unterstützt. Dann geht es weiter. Ich muss schauen, dass ich eben in diese Netzwerke reinkomme. Businessplan-Wettbewerbe zum Beispiel sind relativ große Netzwerke. Einfach übers Internet sich informieren, wo passiert irgendwas für Gründer. Es gibt ja eine Vielzahl von Veranstaltungen. Dort trifft man auch andere. Dort trifft man welche, die eben schon die Gründung hinter sich haben. Das ist eigentlich meiner Meinung nach der richtige Weg. Also, wieder mal über Ziehen gesprochen, also quasi. Ich glaube, einer der wichtigsten Themen für ein Startup ist auch die Teamgestaltung. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, das Team ziemlich bunt aufzusetzen, von verschiedenen Hintergründen. Aber das geht auch vom Alter, von Berufserfahrung, von Hintergrund, von technischen und anderen Wissen. Ich glaube, wir sind sehr oft, sehen wir Gründer, die wirklich von einem einzigen Team Hintergrund kommen und dann scheitern sie wirklich an den Nebensachen oder an den anderen Themen, die damit dann auch mitgehen. Aber sehr oft sehen wir auch Teams, die einfach nur jung gestaltet sind und die haben nicht die Erfahrung zum Beispiel von ihrem Kunden, von ihrem Industriefeld, von ihrem Kunden. Und ich glaube, die besten Startups wirklich, die holen sich Erfahrung, auch junge Kraft und junge Belastbarkeit, verschiedene kulturelle Hintergründe, verschiedene Technologiethemen, alles zusammen und machen wirklich die beste Suche daraus. Ich würde Gründern auf jeden Fall empfehlen, einfach mal loszulegen und zu starten. Ich glaube, wir haben hier in Deutschland die komfortable Situation, dass wir nie wirklich tief fallen können oder fallen werden. Deswegen einfach mal das Risiko eingehen. Und loslegen, ich glaube, das ist der wichtigste Schritt. Und dann ein Thema, was ich immer wieder sehe, ist, dass Gründer oft ihre Idee irgendwie versteckt halten und mit niemandem drüber reden, aus Angst, dass jemand die Idee klaut. Und das ist aus meiner Erfahrung absolut übertrieben. Also, ich hatte auch sogar den Fall gehabt, dass mich Gründer um Rat gefragt haben und gesagt haben: Ich schicke dir vorher so ein NDA, also eine Vertraulichkeitserklärung vorbei, also schreib da bitte, dass du mit niemandem über das Thema redest. Da habe ich auch gelacht und gesagt: Also, ich wiederhole dir meinen Rat und dann erzählt ihr mir, worum es geht, ohne dass ich irgendwas unterschreiben muss. Oder irgendwo anders hin. Und auch denken Gründer daran, wenn sie eine Idee haben, dann jeder andere wartet drauf, lauert drauf, klaut die Idee und setzt es um. Und also zum einen ist es gar nicht so. Also ich habe schon gesagt, ich selber, ich habe ein Team mit 30 Leuten, das mich jeden Tag kümmern muss. Ich habe gar keine Zeit und Lust, mich um was Neues zu kümmern, was gar nicht von mir kommt, also gar nicht meine Idee ist. Und dann ist es auch so, es kommt immer auf die Ausführung drauf an. Also wenn ich jetzt der Erste bin und ich mache das super toll, dann können gerne noch 20 andere kommen und es ein bisschen probieren. Und wenn ich der Beste bin, dann kann ich es gar nicht schon durchsetzen. Deswegen kann ich allen Gründern nur mitgeben, möglichst viel und möglichst früh über die Idee zu sprechen, mit jedem, der potenzieller Käufer wäre, mit jedem, der potenzieller Partner wäre, potenzieller Gegner, was auch immer, und sich da möglichst viele Ideen anzuhören, Feedback anzuhören und dann loszulegen. Also die Idee hinter Wert zu halten, ist meines Erachtens nach nie die richtige Idee. Zwei Ratschläge: schnell ausprobieren, Experimente und kluge Mentoren. Leute, die es schon mal gemacht haben, die es mehrfach schon mal gemacht haben, die Erfahrung haben in den Industriebereichen, die wissen, wie man ein Unternehmen aufbaut. Das ist eine klare Ansage. Gibt es Fragen? Traut es sich? Ich habe an die Andrea Pfundmeier eine Frage. Standen bei euch denn schon mal irgendwelche Sicherheitsorgane vor der Tür? Und
haben gesagt, wir haben hier einen Fall, da wir haben uns auf seinem Rechner jetzt aber verschlüsselt. Jetzt wollen wir darauf zugreifen, wenn ja, welche? Und wie ist das? Also grundsätzlich ist es natürlich schon passiert, dass wir hatten nie in den ganz großen Organisationen, aber wir hatten immer wieder mal Polizeidienststellen oder Kripo-Beamte, die bei uns angerufen haben und gesagt haben, wir haben jetzt hier einen Verdächtigen, der hat mir alles verschlüsselt und drückt das Passwort nicht raus. Und ist natürlich immer eine schwierige Situation. Also das Gute oder das Einfache für uns ist, wir als Anbieter, wir können auf die Daten nicht zugreifen. Wir können nicht entschlüsseln, wir haben diese Schlüssel der Nutzer zu keinem Zeitpunkt. Das heißt, selbst wenn wir wollten, wir können gar nicht helfen. Und uns fragen dann auch noch viele Jahre, wie wir damit umgehen mit dem Thema. Aber ich meine, es ist grundsätzlich so, auch als Messerhersteller muss ich damit rechnen, dass irgendjemand das Messer nicht zum Schnitzelschneiden nimmt, sondern um sogar eine Ehefrau loszuwerden. Und das ist was, was natürlich passieren kann. Aber auch als wir angefangen haben, was zu gründen, haben wir gesagt, wir machen eine Lösung für Leute, die ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben oder wirklich sensible Daten haben. Und mittlerweile nach allem, was man so weiß und mitbekommen hat, muss ja eigentlich jeder verschlüsseln, dass er Grundrechte wahren will. Und da, glaube ich, bieten wir eine ganz gute Möglichkeit, die natürlich vielleicht nicht vor der NSA irgendwie auch immer schützt, aber vor allen anderen Fällen, in denen Angreifer versuchen, an unsere wichtigsten Chromiumwerte, also unsere Daten, heranzukommen. Und da können wir ganz gut schützen. Und den Fall ist natürlich dann Kriminelle oder vielleicht Kriminelle das nutzen. Das ist ein Risiko, das muss man dann auch eingehen. So, eine Frage geht noch. Das ist nach einer Stunde Diskussion. Ich höre immer wieder, dass es in Wein in der Seed-Phase genug Geld gibt, aber nicht mehr später in der Wachstumsphase. Wer wird denn jetzt abgeholfen, also durch diesen Wachstumsfonds, den die Staatsregierung aufgelegt hat, oder ist das viel zu wenig? Viel zu wenig. Das ist es auch. Also, Frau Fummer hat das ja schon gesagt, in der Seed-Phase ganz früh haben wir staatliche Instrumente, Exist, Gründerstipendien, Transfer und so weiter. Da gibt es relativ viel Geld. Sie können inzwischen mit der Investförderung, den 20% für Angels, sehr gute, schöne Angel-Runden bis 600.000, 800.000 zusammenstellen. Aber wenn Sie dann in eine A- oder eine B-Runde reingehen, die Sie 4 Millionen, die Sie 8 Millionen kosten, dann können Sie ja ausrechnen, wie viel Mal das Geld vergeben werden kann, um den Fonds zu erschöpfen. Und ich glaube, wir haben deutlich mehr Startups, als der Fonds dann hergibt. Für Deutschland insgesamt ist es nochmal unsere Stimmung. So, ich danke vielmals. Ich danke dem Kreis hier für die sehr intensive Diskussion.